Challenge and Iron Butterfly. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im erfolgreichsten Sender der Welt. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Begeisterung zu schätzen, meine Damen und Herren. Aber bei aller Fröhlichkeit, wir haben ein bisschen Grund zur Sorge. Die Bundesregierung hat den Drogenbericht veröffentlicht und immer mehr Jugendliche werden zu Konsumenten. 12% mehr Missbrauch bei Heroin, aber noch immer Droge Nummer 1, der Alkohol. Auch außerhalb des Bundestages. Droge Nummer 1. Man sagt so leicht, keine Macht in Drogen. Ja? Aber immerhin, Leverkusen hat mit Daumen nicht dauernd verloren. Und sehen Sie. Ich finde, das ist ein ernstes Thema. Und wer, wenn nicht wir in der Unterhaltungsindustrie, wüssten um die Problematik dieses Themas? Alkohol, Tabletten, oft Tabletten in Alkohol aufgelöst. Aber ich finde, man kann das auch mit Humor nehmen, indem man einfach sagt, Alkohol, du alter Racker, bringst uns auf den Todesacker. Das ist bei Jugendlichen ja viel Griffe. Nein. Heute haben wir keine Zeit zu verlieren, meine Damen und Herren, denn heute ist das Programm sensationell. Mein erster Gast ist eine Legende. Grimme-Preisträger, meine Damen und Herren. Heute Abend bei uns Oliver Kalkofe. Mein zweiter Gast hat uns lange warten lassen. Sie war fast 3,5 Jahre nicht bei uns, aber jetzt ist sie heute Abend hier in ihrer Doppelbelastung als Mutter und Hausfrau. Nein, als MTV-Moderatorin und als Moderatorin der Vox-Sendung Fit for Fun. Außergewöhnlich attraktiv, Nandini Mitra. Die Deutschen sind absolute Schlafzimmermuffel. Früher hat man noch mal gehört, das war ja eigentlich der Satz, wenn zum Beispiel die Frau zum 50. Geburtstag ein neues Schlafzimmer bekommen hat. Ja? Das sind eigentlich so die Geschenke, die Frauen mit 50 oder 60 bekommen. Ich habe meiner Frau eine Küche geschenkt. Hat sie sich gewünscht. Die Frau weiß gar nichts davon. Ja, ein neues Schlafzimmer. Ein neues Schlafzimmer, salopp beim Zapfen an der Hausbar mit dem Satz, ich habe Mutti eine neue Reitschule geschenkt. Männer, it's a man's world. Und 11% der Deutschen schlafen auf Matratzen, die älter sind als 10 Jahre. Ich muss allerdings sagen, meine Matratze ist jetzt 38 Jahre alt. Ja, und ich schlafe glänzend darauf. Wirklich wahr. Nur das Kinderbett wird mittlerweile ein bisschen klein. Der Deutschen schlafen auf ihrer Matratze länger als 10 Jahre und 78% sind sogar mit ihr verheiratet. Ein saurer Gurkenwitz, Sie wissen, die knallhart geführte Punktewertung um die frauenfeindlichste Sendung des Jahres. In den letzten 2 Jahren hat man uns darum betrogen. Aber dieses Jahr müssten wir eigentlich schon so uneinholbar vorne liegen, dass es uns in diesem Jahr wirklich überreicht wird. Und in Indien, Inder heute Abend hier, meine Damen und Herren, unter Ihnen? Nein, Menschen, die kürzlich in Indien waren oder demnächst nach Indien reisen. In Indien ist eine Viagra-Kopie auf den Markt gekommen für 30 Pfennig pro Tablette. Viagra wirkt genauso, ist aber eine Kopie und billig, 30 Pfennig. Eine völlig neue Bedeutung des Begriffs Fuck hier. Es wird nicht lange dauern, dann sieht man hier abends in Restaurants Inder mit dem Satz, wolle was für die Hose kaufe. Sind heute Abend Bundeswehrsoldaten hier, meine Damen und Herren? Auch nicht. Kriegsdienstverweigerer. Fremdenlegionäre. Die Bundeswehr hat sich wieder etwas einfallen lassen, um sich selbst noch attraktiver zu gestalten. Bundeswehr-TV, Fernsehen, das demnächst startet für die Damen und Herren, die im Dienst des Vaterlandes dort ihre Tage verbringen. Und ich muss sagen, das Programm ist ein echter Knaller. Überzeugen Sie sich bitte selbst.
Drückeberger, Invalide und Nichtsnutze. Post bekommen vom Surkamp Verlag, der Verlag großer und bedeutender Autoren. Und Sie erinnern sich, vor zwei Tagen haben wir darüber gesprochen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird der neue Roman von Martin Walser, der Lebenslauf der Liebe, vorab gedruckt. Und es dauert bis Juli. Ihr habt dort angerufen, bis Juli, bis der Roman erscheint. Aber die Leiterin des Sekretariats von Dr. Siegfried Unselt, Chef des Surkamps Verlags, hat uns geschrieben und hat uns schriftlich bestätigt, das, was sie uns schon am Telefon gesagt hat. Surkamp Verlag, sehr geehrter lieber Herr Schmidt, das ist mal eine Anrede. Sehr geehrter lieber Herr Schmidt, naturgemäß sage ich danke für Ihre Bestellung von 100 Exemplaren des neuen Romans von Martin Walser, Der Lebenslauf der Liebe. Das Buch erscheint am 21. Juli, Sie werden pünktlich aus dem Termin die Exemplare erhalten. Ladenpreis 49,80 abzüglich, und jetzt kommt der Knalle, 30% Rabatt. Inzwischen wünsche ich Ihnen Lesevergnügen beim Vorabdruck in der FAZ. Mit freundlichen Grüßen, Burkel C. Frau Burgelzee vom Sekretariat Dr. Unselt. Das heißt, 100 Exemplare an 49,80 macht wie viel? Also 5.000 Mark. 4.980, ja, 5.000 Mark. 30% Vergünstigung sind, grob gerechnet, 1.500 Mark. Und sensationell. Und wahrscheinlich schieben Sie sich immer noch eine ordentliche Kohle rein. Bisschen sehr derb formuliert, als ob ein Vertrag sich Kohle reinschiebt. So kann man ja nicht mal vom Sender reden. Nein. Nein, natürlich ist eine gewisse Gewinnspanne noch drin. Ja, Gewinnspanne, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was so ein Buch kostet. Was kriegt eigentlich ein Top-Autor wie Martin Walser für so ein Buch? 3 Mark. Hardcover? Wie viel? 3 Mark? Nein, mehr. Die Nummer bei Autoren ist ja der nicht rückzahlbare Vorschuss. Mhm. Zum Beispiel Gabriel García Márquez kriegt pro Buchstaben $40.000. Die er nicht zurückzahlen muss, auch wenn er dann nicht mehr schreibt oder so. Weil er ist Nobelpreisträger. Mhm. Ja. Andere berühmte Nobelpreisträger in Literatur sind Thomas Mann, Heinrich Böll, Ivan Bunin. Ivan Bunin. Geheim, meine Damen und Herren. Nächste Woche Ivan Bunin, russischer Nobelpreisträger 1933. Einer der Großen der russischen Literatur. Ja, das heißt, also wir kriegen diese Bücher. Das Dumme ist nur, Frau Burgel-See, am 21. Juli haben wir schon Ferien. Am 15. Juli machen wir Urlaub. Das heißt, mitten in den Ferien können wir nicht hier 100 Bücher, 100 Romane von Martin Walser, ich meine 100 Bücher desselben Romans von Martin Walser rumstehen haben. Bitte, Frau C., ich rufe nächste Woche nochmal an oder ich schreibe Ihnen ein bisschen früher. Ausnahmsweise, wir geben es auch nicht in den Buchhandel raus. Ich musste natürlich verhindern, dass Herr Andrack den Rabatt einstreicht und das Buch dann 2 Mark mehr wieder draußen im Wiener Platz verkauft. Aber es nutzt uns ja nichts. Es nutzt uns ja nichts. Es steht hier rum. Und das ist eine echte Sensation, meine Damen und Herren. Herr Andrack kennt Verwandte von Figuren, die in Romanen erwähnt werden. Habe ich das richtig gesagt? Ja, das ist richtig. In der heutigen Folge, Sie haben es sicher in der FAZ gelesen, hat doch Suse Gern versprochen bekommen von ihrem Mann, als Entschädigung dafür, dass er mit Heimchen Pudlich nach Rom gefahren ist, dass er mit ihr in die Ostzone fährt. Keine Aufregung, der Roman spielt 87, da hieß das noch so. Ja? Und dabei kam heraus, Edmund war Lehrer bei... Edmund hat studiert bei dem berühmten Verwaltungsrechtler Jahreis in Köln. Den gibt's wirklich? Den gab es wirklich. Eine Legende? Ja, genau. Ein Hero, ein Beckenbauer des Verwaltungsrechts. Ganz genau. Also mein Vater hatte auch bei dem Vorlesungen gehört. Aber die Schwester, nicht die Schwester, sondern die Tochter von Herrn Jahreis, Frau Jahreis, war meine Mathematiklehrerin. Nein! Doch. In welcher Klasse? Mittelstufe, so 8., 9., 10. Was macht man da? Kurvendiskussion? Nein. Nee, noch nicht. Und? War die super nett? Sie hat immer gesagt, Manuel, du bist hinterfotzig. Unerhört, was die Pädagogen heutzutage erlauben. Das ist ja unerhört. Sowas kann ja ein Kind zerbrechen. Ja, ich bin doch fast dran zerbrochen, ja. Ja, das erinnert mich ja an den Leibarzt, aber... aber Frau Jahreis, hatte die den Spitznamen, die Jahre oder so? Nee, einfach die Jahreis. Die Jahreis, war die beliebt? Oh, nein. Mein Mathelehrer hieß Herr Trost, Ernst Trost, war sehr beliebt. Nachgucken. Gesetze. Ja, Mathelehrer ist beliebt, kostet keine Strafe. Ja, man weiß es heutzutage. Also, wir müssen morgen nochmal oder nächste Woche Frau C. anrufen und das klären, dass wir diese Romane zu einem Zeitpunkt geschickt bekommen, wenn wir noch
da sind. Folgendes. Gestern, meine Damen und Herren, entstand hier das große Thema. Sie erinnern sich, wir haben ja 500 Liter Ketchup vom Dach fallen lassen. Und es stand das große Thema, das ja eigentlich verhindert hat, dass zum Beispiel Deutschland in der Seefahrt weiter nach vorne kommt. Wo genau ist eigentlich Süden? Ja? Ich meine, die Schiffe hätten wir, aber dann scheitert es wieder mit der Navigation. Folgendes. Können wir mal das Foto zeigen? Ich habe es als allererstes mal richtig gezeigt. Ich habe gesagt, hier ist Süden und das ist richtig. Dann habe ich mich sinnloserweise irritieren lassen. Die nächste Stufe war dieses Foto hier, als nämlich Herr Andrak behauptet, Herr Andrak hat behauptet, die Sonne läuft hier so rüber. So, ist das richtig? Ja. Das macht es nochmal, das ist gut, das ist wie eine Waldorfschule. Der Himmel geht über allen auf alle, über allen auf. Von Leichnam das bei uns, wenn Sie das schon mal vormerken. Von Leichnam, großer Gemeindenachmittag hier bei uns im Studio. Inklusive Knallerhits, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt euch da. Aber dazu mehr an Von Leichnam. Jetzt aber, muss mich so beherrschen. Das hier, meine Damen und Herren, man glaubt es kaum, ist ein Plan unseres Studios. Sie wissen, ich bin ja Hobbyarchitekt und habe die Studio hier selbst entworfen und statisch berechnet. An dem Teil, wo Sie sitzen, hat es ein bisschen gehapert. Folgendes. Oh, jetzt kommt mein Architektenstab. Das habe ich festgestellt bei diesen großen Präsentationen. Als Architekt muss ich ja, ich habe jetzt gelesen, dieser Architekt vom Kanzlerbunker. Oder wie heißt das da? Bunkerlo? Wie heißt das? Kanzleramt. Diese Betonwellen da in Berlin. Das Kanzleramt. Das Kanzleramt. Ja. Ich, Dummi. Das Kanzleramt. Dieser Architekt trägt immer einen Mantel, der so sehr, sehr groß geschnitten ist. Und das ist ganz wichtig. Architekten haben, wenn sie mit dem Kanzler sprechen, den Mantelkragen hochgeklappt. Habe ich gesehen. Also gesagt hat, also hier kann dann Doris kochen. Und er steht dann mit so diesen, diese Architekten haben immer diese dicken Raupen-Sicherheitsschuhe an, weißt du? Und so Breitkordhosen, die so breit sind wie Seitenstreifen an der Autobahn. Und den Mantelkragen hochgeklappt. Und da hat er dem Kanzler so erklärt. Und der Kanzler stand aber hinten und hat sich nicht wegbewegt, damit er besseres Licht fürs Foto hat. Habe ich alles gesehen. Obwohl, entworfen hat der das Kanzleramt noch Dr. Kohl? Ja, er hat es bestellt quasi, ne? Ja, natürlich, damals im Katalog. Das will ein Kanzleramt. Folgendes. Um 4 Uhr morgens erwartet Westflügel. Ach nee. Hier, das ist unser Studio. Kann man das sehen? Studio, weiß nicht, wie Phil Collins hit? Studio. Das war eine Werbung von Studio. Studio Line. Ja. Ja. Hast du es mal in die Haare geschmiert? Um Gottes Willen. Er hat's gegessen. Wie früher Sanos toll. Sanos toll. Ist das Schleichwerbung? Ja. Das hier ist das Studio. Schauen Sie, meine Damen und Herren, das hier, hier, alles von mir entworfen. Hier, das habe ich auch, hab alles selber gebaut, schwarz mit meinem Schwager am Wochenende. So, hier, hier, das sind die Zuschauerränge. Ja, hier sitzen Sie, meine Damen und Herren, das ist die Zuschauertribüne. Das hier ist die sogenannte Szenenfläche. Hier steht der Schreibtisch. Und wie das so ist, hier vom Bauunternehmen perfekt eingetragen, das ist Norden. Das heißt, wenn ich hier stehe, ist Norden genau da und Süden ist genau hier. Das heißt, ich habe es genau richtig gezeichnet. Aber weil das nicht genügt, haben wir hier noch einen Kompass. So, wenn ich den Kompass halte, dann sieht man Norden. Können Sie sehen? Hier. Hier ist Norden. Ja? Ganz genau richtig. Mhm. Ja? Norden ist da, Herr Andrak. Der Osten ist hier. Hier geht die Sonne auf. Ja, ich habe doch gesagt, da geht die Sonne auf und da geht sie unter. Aber dann kann wir das zweite Bild noch mal sehen, ob diese Bewegung bei ihm drin war? Ja. Ja, stimmt, tatsächlich. Da, also die zwei Finger ist der Osten. Also, das heißt, hier ist Osten, hier geht die Sonne auf, geht so rüber und geht im Westen unter. Ja. Und zwar die meiste Zeit des Jahres. Ja. Nur nicht im Winter, denn da dreht sich ja Mülheim um die Erde. Hör auf zu lachen! Also, hier ist Norden. Hier, aua! Pass doch mal auf! Entschuldige, war mein Fehler. Kollegensprache.
Hier ist Süden, ja. Hier. Hier, also hier hinten, ja, hier ist Süden, ja. Und hier ist Osten. Ja. Da ist Westen. Ja. Und das hätten wir jetzt ein für alle Mal geklärt. Und das heißt, ich schaue von meinem Schreibtisch immer nach Osten. Genau. Sehr mythologisch, oder? Die ständige nach Osten schauen. Du schaust in den Süden. Ich schaue in den Süden. Ja, das heißt, du hast einen Schreibtisch mit Südlage. Hat auch nicht jeder. Wir können Ihnen das auch noch mal. Wir können Ihnen das noch mal. Wir können Ihnen das noch mal im Stadtplan von Köln. Das ist, das macht mich wahnsinnig. Wird es so abgeheftet. Mhm. Toll. In diesen Ordnern. Oh, jetzt hab ich mir jetzt Make-up auf den Hemdkragen geschmiert. Könnt ihr das mal nahe zeigen? Da müsste ich schnell mich umziehen. Hier, ist das hier? Ist das Make-up? Nein. Guck mal, wie gut die Narbe hier verheilt ist, wo man mir das Muttermal rausgenommen hat. Darf ich das kurz mal zeigen? Haben wir diese Zeit? Da siehst du nichts mehr. Aber nichts. Ich hatte ja Angst. Ich wollte es mir erst nicht rausmachen lassen, weil ich Angst hatte, ich könnte kein Bikini mehr tragen. Aber hier, schauen Sie mal hier. Aber ich spüre gerade, meine Schilddrüse ist dicker geworden. Dabei nehme ich jeden Tag 50 Tabletten L-Tyroxin 2000. Ja, wo war denn das? Da kann man gar nichts mehr sehen, ne? Überhaupt nicht. Oh, das kann ich gut. Das sollte ich direkt mal zeigen. Schauen wir mal. Viele wollen sich ja ein Muttermal nicht rausmachen lassen, weil sie Angst haben. Hier, guck mal, Profi. Und siehst du, wie. Schau, du hast einen Kopf, was ich habe. Schau mal, wie meine Schilddrüse pulsiert beim ganz normalen Sprechen. Siegfried. Siegfried. Das habe ich gehört, dass Kopfoperierte während der Kopfoperation immer Siegfried sagen müssen. Echt? Ja, weil da werden die Stimmbänder in eine Lage gebracht, dass der Chirurg sie nicht durchschneidet. Mhm. Siegfried. Entweder ich muss die Dosis erhöhen, oder ich muss mir operieren lassen, oder ich muss ein Kopfband tragen. Kennst du das? Nee. Ja, das sind so, in Bayern hat man das, da haben sie ja richtig so raushängt, die Mägde. Und das sind dann so Samtbänder mit Schmuck drauf, sieht sehr fesch aus. Hab ich recht? Ja. Siegfried, da fällt mir ein. Haben wir die Zeit? Sag mir, wenn ich Zeit verplemper. Nee, ja, haben wir noch. Haben wir noch. Ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt, ich habe den englischen König bedient von Bohumil Hrabal. Aha. Ja, einer der Großen der tschechischen Literatur. Und da ist ein schwachsinniges Söhnchen drin, das heißt Siegfried. Mhm. Ja, und der saß den ganzen Tag in einem Wirtshaus im ersten Stock und hat Nägel in den Boden geschlagen. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Der debile Siegfried klopfte wieder. Bom, 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 bom. Mein erster Gast ist eine Legende. Oliver Kalkofe. Schön, dich mal wieder bei uns zu haben. Ich freue mich auch. Du hast ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, wirklich fast zwei Jahre oder ein bisschen über zwei Jahre nichts gemacht im Fernsehen. Das stimmt nicht ganz. Also das Problem ist, wenn man einmal eine regelmäßige Sendung im Fernsehen hatte und dann nichts regelmäßig tut, denken alle, man ist in Rente gegangen oder tot oder beim ZDF oder beides. Und da denkt jeder irgendwie, oh, du musst ja die ganze Zeit nur irgendwie am Strand suhlen oder so. Ich habe auch gearbeitet, ich habe kleinere Sachen gemacht und Gastauftritte und eine Tour und eine CD und schreibe für TV-Spielfilm, Kressreport, weiß nicht was. Ich habe immer zu tun, es kriegt nur keiner mit. Das ist frustrierend. Ja, ich meine, du machst vieles, aber du hast nichts im Fernsehen gemacht. Nein, im Fernsehen war eher Ruhe, also ja. nicht so richtig. Und jetzt, das ist eine tolle Sendung. Ich habe schon mehrere Ausschnitte gesehen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig und es ist eigentlich ein Traum. Du konntest dich in den Archiven, in den Sportarchiven der ARD bedienen und hast Highlights aus wie vielen Jahren Sport? 50 Jahren, also alles seit Beginn des Fernsehens. Wir haben Schwarz-Weiß-Ausschnitte wirklich von ganz vom Anfang. Ich denke mal, die 70er und die erste Hälfte der 80er ist einfach die schönste Zeit für uns, wenn man sich das anschaut. Und da haben wir wirklich
Perlen gefunden. Also es war großartig, was man da so alles entdeckt. Man erinnert sich auch nicht mehr, wie furchtbar es eigentlich war früher. Oder wie man hat in der Zwischenzeit, sage ich mal, so dieses Gefühl, was man oft hat, vielleicht wenn man, kennen viele, am nächsten Morgen nach einer Party und man wacht auf und guckt und denkt, gestern sah die aber besser aus. Und so ist es beim Fernsehen auch. Man hat sich das schön gesoffen in der Zwischenzeit. Man denkt einfach, es war früher alles besser. Ja, es aber war es einfach, war anders. Es war in seiner Zeit stimmig. Ja, man war dankbar. Welcher ARD-Sender ist das, bei dem du das machst? Ich habe das beim Bayerischen Rundfunk gemacht. Respekt. Ja, da denkt man auch. ARD beim allein, BR draus. Ja, doch, ja. Was, da denkt man, ARD allein, das reicht noch nicht. Also noch Bayerischer Rundfunk, noch eins drauf. Aber wir haben richtig Spaß gehabt. Und es waren die heiligen Hallen, wo sonst Max Schautzer, Pleiten, Pech und Pannen zum Beispiel, auch präsentiert und produziert. Ja. Deswegen haben wir auch eine Max-Schautzer-Szene drin. Ich sprenge allerdings Max Schautzer und bringe den Vogel um. Also mal gucken. Dieser Rabe ankommt. Bei Pleiten, Pech und Pannen. Der furchtbare Killer-Rabe. Hat Max Schautzer das mitbekommen? Nein, noch nicht. Nein. Er wird es irgendwann sehen und ich bin gespannt, ob er dann auch drüber lachen kann. Wie ist das? Du kommst ja vom Privatesten des Privatfernsehens, vom Premiere World. Nee, das war in der Dampf damals Premiere. War es noch ohne World, nur Premiere. Premiere. Und beim BR gibt es natürlich Dispos und Ruhezeiten und Gewerkschaften und Kollegenschuhe und so weiter. Wie ist das eine große Umstellung? Das war eine große Umstellung. Wir hatten auch ziemliche Angst davor bei der Produktion, weil einfach so eine Dispo zu kriegen, wo steht 9.15 Uhr bis 17.15 Uhr eine Stunde Pause, nach zwei Stunden immer 15 Minuten Pause, haben wir gedacht, da kriegen wir ja nichts auf die Reihe. Dann mussten wir in der Kantine essen. Das war, glaube ich, das Gefährlichste für alle. Ich habe aber auch selber gegessen und alle Stunts ohnehin selber gemacht. Den zweiten Teil haben wir dann nachts gedreht, weil es gab keine Studiozeiten mehr. Da wurde dann am Tag der Komödienstadel gedreht und wenn dann das Studio gereinigt war, durften wir wieder rein und wir hatten das Glück, dass die Kantine zu hatte. Somit haben wir die zweite Hälfte auch gut überlebt, ohne Und da habt ihr dann nachts gedreht, ja? Nachts, ja. Das kostet aber, glaube ich, 100% Zulage für die BR-Mitarbeiter, das oder? War deswegen auch sehr teuer, denke ich, für den Bayerischen Rundfunk. Wir haben dafür umsonst gedreht, aber die kriegten ihre Zuschläge. Wie lange dauert so eine Folge? Es war erst als ein Special geplant, dann hat sich das immer weiter rausgezögert. Aha. Es wurden drei Teile und somit haben wir, weiß ich nicht, ein halbes Jahr hat diese ganze Produktion gedauert, weil sich immer wieder auch das Konzept nochmal veränderte und es so viel geworden ist. Jetzt schauen wir mal einen Ausschnitt an, dann kann man sich das vorstellen. Ja, die wunderbare Welt des Sports aus der Sicht natürlich von Oliver Kalkofe. Auf dieser Tribüne steht normalerweise der nicht zu überhörende und nicht zu übersehende Fahnenblock. Thomas, 15-jähriger Oberschüler und ständiger Gast bei Heimspielen, wird so freundlich sein, uns die gebräuchlichsten Gesänge, die hier zu hören sind, einmal in aller Ruhe vorzuführen. Thomas, bitte tu uns da mal den Gefallen. Es geht, ei, ei, ei. Es geht, ei, ei, ei. Es geht, ei, ei, ei. Dynamo. Dynamo. Ei, ei, ei. Erich Mielke ist homosexuell. 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 Und Erich Honecker ist auch homosexuell. Auch homosexuell. Auch homosexuell. Ei, ei, ei. Man allein schon auch durch die Klamotten. Das sieht man ja gerne wieder. Das hat wirklich einen solchen Spaß gemacht, solche Sachen sich anzuschauen, weil das sind ja auch die Momente, die man in keinem anderen Rückblick zu sehen bekommt. Ja, zu Recht genau. Ja auch. Also ich meine, das sind ja die Teile, die man wirklich weggeschlossen hat und eigentlich nie wieder zeigen wollte. Ja. Und die konnte ich jetzt nochmal rausholen und zeigen, wie es wirklich früher war. Und das hast du auch Leute drin wie Netzer oder ja, Ben natürlich. Bauer, die natürlich, es gibt auch gewisse Personen, die kommen über die ganzen Jahrzehnte immer wieder. Also, was ja eigentlich für deren Karriere spricht. In gewisser Weise schon. Und Günther Netzer zum Beispiel mit der gleichen Frisur über 30 Jahre. Das ist auch, das muss man auch einmal schauen. Das ist großartig. Und dann sieht man Ausschnitte zum Beispiel in den 70ern. Da erzählt Günther Netzer in einer Reportage, dass man eben als Fußballer damals nichts verdient hat. Und er hat vormittags eine Zeitung herausgegeben, mittags im eigenen Speiserestaurant gekellnert und am Nachmittag Versicherungen verkauft. Im Anzug. Dass die Leute zu mir kommen. Netzer hat eine Zeitung rausgegeben? Ja, das Fohlen-Echo irgendwie. Und dann aber die Versicherungsnummer ist die schönste. Also er sitzt dann wirklich im Anzug und sagt, dass die Leute zu mir kommen, liegt sicherlich an meinem Namen.
Namen, aber dass er zu einem Abschluss kommt, liegt an meinen guten Angeboten. Das ist einfach gigantisch. Das hat er mittlerweile auch schon, ja. Wo er dann neulich mal in der Werbung hinter dieser Zange saß. Okay. Grüner wird's nicht. Ach, Herr Netze, Sie sind's. Ja. Immer noch, ja, und nebenbei verkauft er heute, glaube ich, immer noch Versicherungen, oder? Delling hat, glaube ich, Delling hat bei ihm eine Sturmversicherung und eine Lawinenschutzversicherung. Ja, und eine Abseitsversicherung. Ja, und zwar in der Halbzeitpause, aber es sollte nicht rauskommen. Ja, Eigentorversicherung. Ja. Machst du noch weiter mit deinem Kollegen Oliver Welke? Mit dem mache ich auch immer noch mal was. Wir sehen uns in unregelmäßigen Abständen. Der hat auch ein paar Sachen mitgeschrieben, hier noch ein paar Szenen, was auch ganz lustig war. Weil übrigens Sat.1 waren die Einzigen, die uns kein Material gegeben haben. Wir mussten ja bei den Privaten dann auch nachfragen. Wir haben auch Uli Potowski mit noch Anpfiff in den 90ern. Sat.1 hat kein Material gegeben? Wir hatten Angst, dass man vielleicht über sie spottet. Über Sat.1? Ja, das geht ja gar nicht. Ich habe es Ihnen auch gesagt. Das wird natürlich nicht passieren. Wir würden sie gerne nur huldigen. Ja, aber man hat mir nicht ganz geglaubt. Das kann ich mir nicht verstehen, dass die da so hart sind, weil es wäre auch eine schöne Sache für Sat.1 gewesen, wenn sie damit vorkommen. Ne? Eigentlich schon. Aber jetzt sind sie die Einzigen, die nicht vorkommen. Ja, obwohl in dieser Zeit hatte ja Sat.1 noch gar keine Rechte. Aber wir sind ja bis heute. Also es geht ja wirklich vom Anfang bis heute. Wir haben auch TM3 noch drin, die kurze Zeit, als sie mal Champions League noch zeigen durften. Und also somit wäre es eigentlich so schön gewesen. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr schöne Sendung und ich drücke dir den Daumen, dass ein großer Erfolg wird. Und dann vielleicht noch weitergeht. Oder mit anderen Kategorien. Die wunderbare Welt der Unterhaltung. Ja, also ich will auch nicht nur Sport, weil ich bin ja nun wirklich genetisch unsportlich und ich wollte, also andere Themen interessieren mich mehr. Ja. Das war mehr Zufall. Aber es hat viel Spaß gemacht, gerade weil ich keine Ahnung von Sport habe und dadurch auch irgendwie vielleicht etwas unbefreit herangehen konnte. Ja. Weil bei Sport ist ja nicht gerade, sag ich mal, allzu viel Humor vielleicht zu finden. Nee, das ist aber wichtig, weil sonst, damit du denn draufsetzen kannst. Wenn die auch schon versuchen, lustig zu sein, wird es ja eben deswegen, also weil Sport und Humor eben eher zusammenpassen wie Boris Becker und Verhütung, ist es dann natürlich schön, wenn dann jemand von außen kommt und dazu was macht. Oliver, danke dir, alles Gute, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oliver Kalkofe, meine Damen und Herren, und gleich Nandini Mitra. Du warst lange nicht hier, meine Liebe. 3,5 Jahre. Warum? How comes? 3,5 Jahre. Wahrscheinlich, weil ich so viel unterwegs war. Ist das so? Das ist so. Warst du in der ganzen Welt unterwegs? MTV, kann man sagen, ja. Also mit MTV Fashion Zone eher europaweit. Ja. Und mit Fit for Fun jetzt seit einem Jahr weltweit. Südafrika, Kanada, Bahamas, Sylt. Sylt? Für Sylt Fit for Fun? Was macht man auf Sylt für Fit for Fun? Gourmet Festival. Das war ganz großartig. Das war das erste Mal, dass wir wirklich so gut verpflegt wurden, dass wir nach dieser Woche sagten, okay, wir wollen nichts mehr essen. Bitte gibt uns nichts mehr zu essen. Es war großartig, es war unglaublich exklusiv. Ja. Und, also wirklich nicht diese verbrannten Fressen, die man da sonst überall rumtorkeln sieht. Nein, die einem auf den Zeiger gehen. Ja. Nein, 4-Gänge-Menü, auch immer nur ganz, ganz klein, ganz wenig. Und aber ganz... Ja, und das unter der Richtung Fit for Fun, ich denke, das ist mehr so Sport und wie kann ich meinen Kreislauf in Form bringen? Nein, ist ja nicht nur, das sind ja Lifestyle-Themen, das ist ja Mode, das ist Essen, ach so, alles Mögliche. Aha. Nicht nur Sport. Jetzt waren wir gerade auf der FIBO, dann ist es natürlich FIBO? Ja, auf der Fitnessmesse in Essen, genau, und haben die neuesten Geräte. Die Fitnessmesse heißt FIBO? FIBO, ja. Wieso heißt sie denn FIME? Weiß ich nicht. FIBO, Fitness, Bewegung und... Orthopädisch. Ach so, Fitness und Body. Ja, Fitness und Body. Also das macht dich richtig kräftig. Auf der FIBO. Und dann haben wir die neuesten technischen Sachen ausprobiert. Da gab es zum Beispiel eine Powerplate. Die ist richtig klasse. Und zwar ist das halt so eine Plate und die vibriert vor dir eine Säule. Das kannst du einstellen, wie stark das vibrieren soll. Und dann gibt es so eine Halterung. Und dann stellst du dich dann drauf. Wenn das hier zum Beispiel die Platte ist, stellst du dich da zum Beispiel so rauf und verlagerst dein Gewicht auf den Oberschenkel und es vibriert unglaublich und dann machst du vielleicht noch ein paar Übungen und das soll es jetzt sein. In Holland läuft das unglaublich toll, das baut Muskeln auf, innerhalb von kürzester Zeit wird man immer kräftiger, wird behauptet. Ja, ja. Da aber stehen diese schwabbeligen Pommes-Holländer auf die... Hör mal. Ja, aber hör mal, das ist doch genau das, die Leute sollen sich nicht anstrengen. Die stehen dann da und ja... Nein, aber du wirst lachen, das ist anstrengend. Ist das anstrengend? Es sieht saublöd aus. Die Leute stehen da und machen ganz konzentriert das Gesicht und posen noch so ein bisschen dabei. Ja. Sieht blöd aus, aber ich habe mich da selber raufgestellt, ein paar Mal, weil wir das auch gedreht haben. Und danach war mein, ich meine, guck ihn dir an, dieses Bein und dieses Bein, ich weiß, doch Wahnsinn. Ja, natürlich ist es Wahnsinn, aber doch nicht, weil du auf so einer holländischen Rubbelfritte doch da stehst, sondern weil, genau, weil du wahrscheinlich Sport machst, oder? Du machst doch Sport. Welchen Sport machst du? Ich mache ein bisschen Sport. Ich laufe eigentlich nur ein bisschen jetzt. Joggen? Ja, weil ich habe mit Pulsfrequenzmesser? Ja. Welche Frequenz ungefähr? Ich versuche eigentlich immer unter 140 zu bleiben. Sehr gut. Richtig. Und wie lange läufst du? Mädchen. Stunde.
Hab ich hingekriegt, weil ich weder rauche, auch keinen Alkohol trinke. Und ich habe halt ein Jahr lang versucht, weil ich nicht regelmäßig in ein Fitnesscenter gekommen bin, das zu regulieren, einfach nur übers Essen. Ja. Aber das macht ja auch nicht. Ja? Na, das macht nicht. Worauf verzichtest du da beim Essen? Also ich esse kein Fleisch, ich esse Milchprodukte, ich trinke keinen Alkohol und versuche also auch viel zu schlafen jetzt, aber dass man immer viel Grünzeug isst, viel Fisch und nicht zu viel. Also abends zum Beispiel klinke ich mich auch immer aus. Es gibt am Abend im Dreh eigentlich immer ein großes Essen, weil man auch viel gearbeitet hat. Klar, ist wichtig mit dem Team und so. Genau, und da klinke ich mich dann gerne aus. Ey, locker, easy, wird man cool heute. Und dann wird natürlich auch ordentlich gesoffen, ja? Nein. Bei deinem Team nicht? Doch. Ja, schon, aber du nicht? Nein. Ja. Und was ist, also das ist Vox, ja? So, Fit for Fun. Ja. Ja. Und die andere Sendung, das ist Fashion Zone. Das ist Fashion Zone, das mache ich jetzt das dritte Jahr bei MTV. Und da dreht sich halt alles nur um Mode. Wir sind europaweit unterwegs auf Moden schauen oder mit Models und mit Musikern. Mit Musikern zum Thema Mode? Ja, klar, die müssen sich ja auch stylen. Ach genau, so. So wie du vielleicht auch mal eine Beratung durchgemacht hast. Ich weiß nicht, wäre vielleicht mal wieder eine fällig. Aber dann kommst du zu mir. Ich höre. Moment. Weil? Moment. Farben sind in. Haben. Rosa, Pink, Blau, Gold zum Beispiel. Aber das ist ja auch irgendwie das ist doch dieser absolute Müll, den die Modeindustrie, weil sie jedes Jahr diesen neuen Schrott loswerden muss, irgendwelchen Typen hinschmeißt und die es dann auch anziehen und draufhängt, nur damit die Leute jedes Jahr ein neues Hemd kaufen. Ja, aber du siehst dann auch einfach besser aus. Wer sieht denn mit einem rosafarbenen Hemd besser aus? Viele. Doch. Doch. Und rosa. Braune Haut. Ja, gut. Rosa. Wenn man so einen tollen Tag hat wie du, dann kann man zum Beispiel solche kräftigen Farben tragen. Ja, ja? Aber ein bleicher. Grau, dieses Grau in Kombination mit Rosa und Gold. Boah. Ja, weißt du, das sieht aus wie mein Viagra ist alle. Grau, grau in Kombination. Das sieht genauso aus wie, ich habe zwar schon graue Haare, aber ich bin tierisch jung geblieben und locker. Ja, da hast du Unrecht. Ich kann das verstehen. Ich habe früher auch rosafarbene Blousons getragen beim SFB. Aber jetzt ist alles von Adler hier. Okay. Ja. Verstehe. Kennst du Adler? Nee. Wo hast du diese Hose gekauft? Sie sieht sehr gut cool, aus. Ne? Ja. Die ist aus Paris von Sulibet. Ist das ein InDesigner? Ja. Ist das einer, der so auf 4 Quadratmetern nachts alles selber näht und morgens mit verhüllten Augen? Nein, der hat jetzt schon Leute und hat das auf 80 oder 160 Quadratmetern. Und wir haben da gedreht und die Klamotten sind ziemlich lässig. Und dann habe ich mich gleich mal... Das ist ja auch das Problem. Ich bin ja mit Fit for Fun, auch mit Fashion Zone, immer an den ziemlich coolen Orten. Und die Kreditkarte geht dann schon öfter mal... Da kaufst du es auch. Ja. Ist dir schon mal aufgefallen, dass alle diese Chefs der Modehäuser und die Chefdesigner völlig klassische Maßanzüge tragen und den ganzen Müll, den sie ausdenken, kommt die irgendwelchen... John Ford. Nee, die wirklichen, das sind ja die Leute, die Businessmacher, die sind fürs Geschäft zuständig. Nein, das sind auch die Designer. Nee, ach komm, nee. Lagerfeld in einem rosa Hemd, da fällt mir der Puder aus der Schuppen. Das ist ja auch sein Style, aber es gibt ja auch noch Jean-Paul Gaultier, guckt ihn dir an. Jean-Paul Gaultier, das ist ja... Ja gut, aber das ist aber der Einzige. Aber das muss er doch machen für Madonna. Du kennst einfach gar nicht alle. Doch, ich kenne die meisten. Nein, kennst du nicht, Angeber. Zum Beispiel Igor Ngogo. Ach, Igi und Ja, den sagst du ja gar nichts. Von der Modeschule in Antwerpen. Ah ja, Antwerpen haben wir auch schon gedreht. Was habt ihr da gemacht? In der Schule mit Walter van Behrendonck zum Beispiel. Mit Walter van Behrendonck? Mhm. Unterrichtet er da oder studiert er? Der hat da studiert und hat jetzt seinen eigenen Laden. Wirklich? Mhm. Walter van Behrendonck, was ist das für eine Richtung? Das ist praktische Mode, sieht so ein bisschen spacig aus. Also, praktische Mode und spacig, wie soll das gehen? Nein, multifunktional, also immer weniger Zeit und... Ein Overall? Ja, genau, ein Overall zum Beispiel, durchsichtig mit Taschen. Kann auch nicht jeder tragen. Nee. Kann auch nicht jeder tragen, oder? Nee, aber ich hab ja nicht nur was mit Mode, jetzt haben wir so ein bisschen auf die Mode eingespielt. Nee, ich habe ja nicht nur was mit Mode zu tun. Sondern? Auch ganz viel mit Haien zum Beispiel habe ich was zu tun. Mit Haien? Ja, oder mit Snowboards, Sandboards. Bei Fit for Fun oder in diesem Fashion? Ja, so. Das war heftig. Auf den Bahamas, da haben wir der Haifütterung mitgemacht, da wo Flipper gedreht worden ist, die Kulisse. Oh. Da ist jetzt eine Tauchschule drin, aber nichts mehr mit Flipper. Flipper ist weg, Haie sind in. Ja. Ist auch gefährlich. Ja. Und das hat Spaß gebracht. Ist einer begegnet? Einer, 30. Wir haben ja gefüttert, das waren so 2 Meter Riffhaie. Ja. Dann hatte ich Kettenhandschuhe an und habe einen Spieß gehabt unter Wasser und habe die dann gefüttert.
hat. Und dann hat mir einer auch in den Arm gebissen, weil die sind natürlich völlig wirr. Ich meine, ein Hai ist ja auch kein Meerschweinchen. Okay. Und es ist ein bisschen unnatürlich, wirklich da runter zu tauchen, 20 Meter, um die dann zu füttern. Ist ja auch ein bisschen irre. Aber irre Sachen bringen ja auch Spaß. Und dann habe ich halt diese Kettenschuhe angehabt und der Tauchlehrer meinte, ja, ein paar Tage vor dir sind Taucher auch am Kopf gebissen worden, aber das passiert nur zweimal im Jahr. Also damit ist die Statistik erfüllt und die Chance, dass du jetzt auch gebissen bist, ist eigentlich echt gering. Der Mensch hat dort nichts verloren. Ja, ich sag's dir. Sag ich mal als Naturschützer. Die Haie haben recht. Aber es bringt Spaß. Was soll's? Die haben ja auch dann den Bauch voll, wir füttern sie ja auch. Es gleicht sich dann wieder aus. Ich finde, die Haie sollten erbarmungslos alles schnappen, was sie kriegen. Das hat ja, haben sie auch gemacht. Niemand in dieser Tiefe was haben zu suchen. Auch gemacht. Der Hai, der Lebensraum des Hais. Ja, mein Gott. Aber mit einer Tauchflasche, ist es auch mein Lebensraum. Und da muss er mit klarkommen. Eigentlich nicht. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Ja, wahrscheinlich. Das wäre so eine Grunddiskussion. Es kommt noch, dass du zu den Filmfestspielen nach Cannes fährst? Ja, das stimmt auch mit MTV. Genau. Mit wen interviewst du da? Oh, das ist das Problem. Da sind so viele und viele Kamerateams, German TV. Also natürlich dann nicht wirklich vorne. There is German und TV. Ich versuche alle abzufangen. Ich werde mich da durchboxen. Ja. Hättest du einen Traum, Partner, den du interviewen möchtest, Schauspieler oder so? Ja, also ich hoffe, dass ich vielleicht mit Michael Douglas finde ich ganz scharf, Sean Connery sehe. Oder halt Johnny Depp finde ich natürlich sehr lässig. Ach so, Johnny Depp. Ja, oder Willem Dafoe, den finde ich auch cool. Willem Dafoe ist sehr gut. Das ist aber so ein exzentriger. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob der dann kommt. Doch, aber er verweigert sich wahrscheinlich. Und ja, diese Schauspieler verweigern sich wahrscheinlich. Diese alle, Schauspieler kennt man auch nicht. So, dieser Typ Willem Dafoe und so, der hat ja dann die Haare ins Gesicht und eine Pudelmütze drüber, weil er sich schon wieder auf eine neue Rolle vorbereitet. Aber dann gibt es dann natürlich auch ganz entzückende Mädchen. Du hast ja exaltierte Gesten. Am Strand. Ja, dann versuche ich mal so ein bisschen. Das kommt noch, weil du dir die Haie weghalten. Ja, genau, das kommt daher. Moment. Ja, Nord, Süd. Es gibt da ja auch coole Mädels am Strand, die dann auch tendenziell weniger anhaben zu dieser Jahreszeit. Und da werden wir natürlich draufhalten. Widerlich, Frauen, die die ganzen Ideale der Frauenbewegung ruinieren, indem sie für billiges Geld dort die Brüste fotografieren lassen. Ekel erregen diese Schlampen. Du passt doch alles an. Bitte? An das stimmt Mädels, nicht. Was doch. Das stimmt gerne nicht. Mal. Da überhaupt das habe ich aber gesehen. Ich habe nur Samantha Fox an die Klötze gefasst. Aber du würdest auch gerne öfter bestimmt. Nein, definitiv nicht. Okay. Du unterstellst mich, ich würde dich zum Beispiel gerne an die Brust fassen? Mhm. Überhaupt nicht. Gut. Nein. Dann sind wir uns einig. Lalili, das war sehr schön. Nächstes Mal nicht wieder 3,5 Jahre warten. Nein, ich komme schnell. Ja? Alles Gute. Lalili Mieter, danke schön. We'll be right back.